Moment, 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 da passiert was. Ground sind wir nämlich da ganz klar im Vorteil. Down. Perfekt. Ihr klettert hoch. Okay, kein Gold, aber Topaz. Das ist ein Riesenherz aus Stein. Das nennt mir jetzt in irgendein Lied. Ich habe ein Herz aus Stein. Mit diesem Herz aus Stein machen. Ich kann gar nichts damit machen. Aber dich sehe ich. Schnell die Waffen wechseln. Der ist One-Hit gewesen. Aber uns fehlt, also wenn hier die Rüstung sein soll, ist es ein bisschen schwierig. Was soll die dann in so einem Ort drin sein? Den aufkommen. Ah ja. Da habe ich genau das Richtige aufgeschossen. Ich wollte die Donnerblume mitnehmen. Diesen einen letzten Pfeil, den ich habe, habe ich glaube ich richtig verwendet. Ha, optimal. Sehr gut. Nehmen wir wieder da die. Nein, die. Den Felsbrocken haben wir. Können wir da noch ein bisschen looten. Da bekommen wir jetzt diese Rüstung, die stärker macht. Angriffskraft. Kleidung eines Kriegerstammes. Ja sicher, nehmen wir gleich dazu. Mehr Power ist mehr Power. Hat man schon bei Hammer bei der Hammer gelernt. Mehr Power. Ja. Was kann man denn noch? Was haben wir hier Schönes? Leuchtstein. Theoretisch wäre es cool, wenn man noch. Wenn wir jetzt noch Pfeile hätten. Aber wir haben halt keine mehr. Ich frage halt, ob ich das wegbomben kann.
Nein, das Herz bleibt bestehen. Gut. Ein Pfeil. Okay, so richtig viel mehr kommt nicht. Das Einzige, was ich noch gesehen habe, was interessant wäre, da oben. Aber wir sparen uns einen Pfeil. Wir haben diese Secret-Rüstung da jetzt schon geholt. Du hast gestern mal 2 Stunden gezockt. Was wir eigentlich auch nur auf Scheiße machen, ist doch permanent, oder? Vor allem. Du hast ja auch sicher Breath of the Wild gespielt, Kapu, oder? Und bei. Geht der Blutmond auf? Oh. Das erste Mal Blutmond. Bei Breath of the Wild hast du die Feuerstäbe gehabt und jetzt kannst du die Feuerstäbe selbst craften. Das ist ein kleiner Tipp. Rotonit ist wesentlich wertvoller geworden. Ich bin aber in Wirklichkeit noch gar nicht wirklich weiterkommen mit der Story. Oh, jetzt haben wir meins. Also da kann ich mir erinnern, bei Breath of the Wild das erste Mal der Blutmond aufgehend. Boah, was für ein Horror-Effekt. Oh Mond, in tiefes Rot gefärbt. Nichts entgeht deinem blutigen Schein. Die Seelen der Monster erlangen wieder eine fleischliche Gestalt. Im großen Kriege es geschah, ergießt sich ihr Hass von neuem über das Land. Ich glaube, Zelda ist ein bisschen zur Satanistin geworden, ja. Ja, aber eben, ich find's mega. Oh, da ist noch ein Gang. Ich find's halt mega cool, du kannst einfach so viele Sachen machen. Und nichts ist besser als die Krog verarschen. Wobei ich mal schauen muss, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie man am besten Fahrzeuge bauen kann. Ich habe schon einen guten Weg gefunden, wie man ein effektives Flugfahrzeug nutzen kann. Das geht weg. Das kann ich weggeben. Und die Gegenstände kommen mir vor Zerbrechen auch nicht ganz so schnell wie früher. Zumindest nicht, wenn du es kombinierst. Muss doch irgendwo ein Turm sein. Was fliegt denn da? Richtung Nordosten. Wie weit habe ich es denn da noch? Noch ein ganzes Stück? Ja, aber keine Pfeile mehr. Das war natürlich auch nicht leichter, aber ich habe einen Grog gefunden. Komm her! Das Kombinieren von Waffen und so weiter und diese Synthese noch etwas merkwürdig. Ja, also... ich glaube... Am Anfang, keine Ahnung. Es ist halt Gewöhnungssache. Also ich finde es halt merkwürdig, ich finde es halt total amüsant, dass du halt viele Möglichkeiten hast. Es ist ein bisschen seltsam noch ein bisschen mit dem Bauen, ja. Dass ich jetzt weiß, was ich genau effektiv bauen kann. Und wie es funktioniert. Aber ich glaube, dass das alles sehr cool ist. Also momentan ist alles sehr cool. Das Einzige, was ich halt noch nicht ganz durchblickt habe, ist, in was für einer Zeit wir uns bewegen jetzt bei Breath of the Wild im Vergleich. Wie viele Jahre da vergangen sind und ist das jetzt davor, danach, das habe ich noch nicht ganz durchblickt. Und wenn sie vom großen Krieg reden, reden sie dann von denen, die sie schon hatten? Komm an, Wasser. Okay, da hinten ist der Turm.
Als du gestern den ersten Krog gefunden hast, habe ich innerlich geweint, nicht schon wieder 900. Ja, es wird sicher wieder 900 sein. Ich sehe das jetzt schon. Man darf wieder 900 Krogs... Oh, da hinten ist ein Tempel. 900 Krogs sammeln dafür, dass man einen Kackhaufen bekommt. Kein Bock drauf. Also ich sage immer so, dass die meisten findet man nebenbei. So, Breath of the Wild war es ja auch so. Die meisten hast nebenbei gefunden. Und erst ging im Endgame oder im, genau, im Post-Endgame quasi, hast dann die restlichen Suchen begonnen. Wenn es Regen ist, ist es ein bisschen blöd, da jetzt drüber zu fliegen. Schreibt mir halt eine ganze Zeit Nachrichten, muss mein Handy auch ausstellen, das vibriert die ganze Zeit. So, liebes Telefon. Auch mir hat das eh noch nicht abgesehen. So, passt. Gehen wir mal in den Schrein rein. Aber 100 Krogs, die hast gleich mal. Ja, ich war ein bisschen verwirrt. Ich hab's halt echt nicht. Also ich durchblick das nicht, in was für einer Zeit wir uns bewegen. Die tun alle so, als hätten sie keine Ahnung, was da los ist. Und ist. Also, Ganondorf haben wir das letzte Mal schon bekämpft, oder? Oder die Verehrung Ganons war das. Und. Also Breath of the Wild. Und haben die das jetzt irgendwie vergessen, dass das passiert ist oder so? Es ist so verwirrend. Hä? Hä? Oh. Ah. Let's go. Da wir mit vollem Leben und Masterschwert gestartet sind, gehe ich halt davon aus, dass es zeitlich nach Breath of the Wild ist. Ja, gehe auch davon aus. Weil bei Breath of the Wild also die Vorgeschichte kann es ja nicht sein. Da müsst ihr ja quasi die ganzen Helden und so zusammenfinden. Vielleicht spielen die Roleplay mit Amnesie. Durchaus möglich. Nee, keine Ahnung. Also. Ich bin von einigen Figuren, die vorkommen, verwirrt. Bisher. Aber es liegt daran, dass ich sehr schnell verwirrt bin. Nice. Easy. Jetzt muss ich aber kurz nachschauen, wie das bei Breath of the Wild war. Kann es vielleicht ahnen, was für eine Zeit wir spielen? Wo waren das denn? So. Zelda. Wie hieß die eine Laborantin von Breath of the Zelda? Wie hießen die schnell? Das Zelda-Bedium. A und B sind vertauscht. Ja, Y und X sind ja auch vertauscht. Ich habe das Problem, ich versuche die ganze Zeit
oder habe am Anfang mit der Schultertaste probiert zu laufen. Moment. Wir haben in diesem Schrein noch keine Truhe gefunden. Warum haben wir noch keine Truhe? Hä? 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 Put, put. Ah. Ich bin schon gewundert, warum wir noch keine Ruhe haben. Geht's aus? Bogen? Ein Schild! Ja, weg mit dem verrosteten Dreck, den wir hier haben. Aber ich verwundere das nur, das unten noch immer. Ist das so ein Abstieg? Also wenn du die 2 Stunden gespielt hast, Capo, dann bist du ja quasi noch immer auf der Himmelsinsel oben, oder? Das ist so quasi das Tutorial. Wie gesagt, ich habe gestern 4 Stunden, 4,5 Stunden, glaube ich, haben wir gemacht gestern im Stream. Oder knapp 5. Zwischen 4 und 5 waren es. Und wir sind halt permanent nur auf dieser Himmelsinsel gewesen. Und dann nochmal ungefähr 1 Stunde, bis die Ausrüstung einigermaßen komplett ist. Also ungefähr 5 Stunden, bis die Ausrüstung so weit komplett ist, dass du das loslegen kannst. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Die Gegner, das hat mich auch überrascht. Ich habe schon ein paar Game Over gehabt jetzt wegen Gegner. Die sind unerwartet stark. Generell im Spiel. Da bin ich echt überrascht, was da manche Gegner für Kräfte haben. Vorhin hat man einen ziemlich großen Kobold, Goblin. Goblin war das, oder? Bei denen habe ich mir auch gedacht, so... Okay. Aktuell noch alle ziemlich OP. Deswegen suche ich eine... Da war was. Ein Tannenzapfen. Genau. Noch ein Viertelherz übrig. Deswegen versuche ich auch Kämpfe mit Gegnern, mit neuen Gegnern, ein bisschen zu vermeiden. Wenn ich es nicht einschätzen kann, wie stark die sind. Das ist mir zu much. Ich bin weg. Mit 4 Herzen geht er jetzt nicht gegen die ganzen Gegner fighten. Oh no. Oh no. Ich habe nicht einmal Pfeile mehr, dass ich die Luftgegner bekämpfen könnte. Da, lasst mich! Stallung. Da hinten ist der nächste Schrein. Stallung ist gar nicht so schlecht, wir brauchen langsam mal so ein Pferd. Da schwimmt eine Truhe. Da schwimmt einfach so eine Truhe im Wasser.
Also was hast du denn bisher schon gebaut oder für Kräfte erhalten? Wo ist die Schnellreisestation? Endlich, es ist mein, das Geschirr. Okay. Und dafür musste ich nur etliche Wildpferde registrieren und Nächte in Ställen verbringen. Aber das war's wert. Stallpunkte sammeln lohnt sich eben. Da beißt der Hengst keine Möhre ab. Hat ein bisschen so ein Howdy-Dialekt. Kumpel, du starrst mir ziemlich seit einiger Zeit schon ziemlich an. Ist irgendwas? Was denn? Was denn? Nennst du etwa diesen exklusiven, extravaganten Geschirr? Ha, es ist auch klar, wie ein Huflack, so ein Geschirr ist nicht nur hübsch, sondern auch hübsch nützlich. Schließlich kann ein ordentlich ausgestattetes Pferd sogar einen Wagen ziehen. Oh, und als Händler leckt man sich nach einem praktischen Warenwagen natürlich alle Fingerchen. Ich bin meist in der Kala im Nordosten zu finden. Wenn du mich mal antrappen siehst, halt dich doch einfach bei mir. Du bist ein Händler. Ja! Gib mir! Ja, Terry, gib mir! Ja! Du bietest Kleingetier und... Aha. Und falls ihre Reisekasse leer ist, kaufst du auch was, das ist gut. Edelsteine, sehr schön. Ich will mal... Moment. Ein Holzpfeil kostet 6 und 5 Holzkeile kosten 30. Der Deal klingt fair. Du musst dir was verkaufen. Ja, ich brauche nämlich dringend Kohle. So, was ist denn noch viel wert? Ein Rotonit ist eigentlich viel wert. Ich brauche halt Pfeile, es hilft nichts. So, und jetzt kaufe ich wieder Pfeile. Ja, mir gehen die halt aus. Gib mir mehr Pfeile. So, danke. Alles gut. Was ist denn das Bunte da hinten? Eine Holzkelle. Kleine Link ist in den Brunnen gefallen. Eine heiße Quelle. Da lässt sich doch später sicher was anfangen damit. Was ist denn das für ein Fisch? Ein Leuchthöhlenfisch. Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Alles klar. Ey, ich frage mich halt, wie viel man sich tatsächlich spoilern kann. Können wir aus der Shit-Hülle nicht mehr raus? Ich kann nur einen Schrein in der Nähe schnell teleportieren. Hey, ich kann aus der Höhle einfach nicht mehr raus. Was ist denn das für eine scheiß Höhle?
Au, au, bin ich ein Trottel. Ich hab doch die... Ich hab schon eine Idee. Es hat die Möglichkeit gegeben, wie ich rauskomme. Gibt eine Fertigkeit dafür. Die hätte ich nutzen können, glaube ich. Ja, das wird mal wieder ordentlich knapp. Sehr schön. Wo war denn jetzt dieser da unten? Ich hoffe, der Ballon ist noch da. Da oben ist der Turm, da gehen wir dann auch gleich hoch. Und da fliegt ein Vogel. Oder wie manche sagen, da fliegt Mittagessen. Der Pfeil ist wertvoll, den hol ich mal wieder. Oder auch nicht. Ich glaube, der ist weg. Nein, der Ballon ist auch weg. Oh. Ah, er ist da. Sehr schön. Nice, schnell den Rubin schnacken. Nur schon sehen, was die Welt hat, ist Spoiler. Ja, da hast recht. Da stimme ich dir zu. Man kann sich da sehr schnell was spoilern. Also ich glaube, primär findet man sicher alles, was man im alten Teil auch gehabt hat. Oh, hallo, Reisender. Wolltest du diese Höhle hier betreten? Oh Gott. What the fuck? Das sind die Dinger, die wir da sammeln die ganze Zeit. Die können wir dann wahrscheinlich bei dem abgehen. Colton. Colton und Kilton. Ich habe dir ja gleich gesagt, dass es sinnlos ist. Du willst zum Satori werden, zu dieser legendären Kreatur. Anstatt diesen unmöglichen Traum zu verfolgen, solltest du mir lieber mit meiner Monstersammlung helfen. Das will ich nicht hören. Ich werde zum Satori, ganz bestimmt. Ich habe ihn immer bewundert und geliebt. Ich müsste bloß an einen Mayu-Sinum gelangen. Könnte ich zum Satori werden. Und dieses Gerücht stimmte. In der Höhle lebt tatsächlich ein Mayui. Ein Wesen, das genauso leuchtet wie ein Satori. Aber es hängt dort unerreichbar, hoch an der Wand und bewegt sich blitzschnell weg. Warum hast du nicht schon aufgegeben? Du könntest doch jemanden bitten, das Mayui für dich zu fangen. Du hast doch die ganzen Schätze angehäuft. Wenn du dir als Gegenleistung anbietest, findest du sofort jemanden. Hallo, ich bin jemand. Hallo Reisender. Hast du mitgehört, worüber ich mit meinem Bruder gesprochen habe? Damit mein Traum in Erfüllung geht, brauche ich unbedingt ein Mayui-Sinum. Aber dieses Mayui bewegt sich schneller, als ich gucken kann. Ja, ich höre deine Leidensgeschichte an. Also, mein Traum ist es, zum mythischen Wesen Satori zu werden. Der Satori ist eine legendäre Kreatur, von der es Augenzeugenberichte auch so gut wie allen Regionen Hyrules gibt. Seine intelligenten Augen, sein bläulich-weißes Fell, wie sehr ich mich nach seinen äußerst weltlichen Scheinen sehne. Und nach Jahren der Suche habe ich dank antiker Manuskripte tatsächlich herausgefunden, wie man zum Satori wird. Man muss ein rätselhaftes Wesen namens Mayu finden. Wir sagen Mayu dazu. Das dunkle Höhlen lebt und so bläulich-weiß schimmert wie ein Satori. Und dann muss man sein Mayu-Signum sammeln, dass es fallen lässt, wenn es geschwächt wird. Aus diesem Grund habe ich die Höhle gewagt und wollte dem Mayui das Signum abrotzen. Aber ich wusste nicht, zu was für unfassbar schnellen Bewegungen sie fähig sind.
Ich würde alles geben, um Satori zu werden. Entschuldige. Langer Rede, kurzer Sinn. Falls du ein Majoisi-Nummer erlangt hast, gib es mir bitte. Ich werde mich natürlich erkenntlich zeigen. Hier für dich. Ich hab schon welche, ich hab 3 davon. Oder 4. Ja, das ist eins. Ja, das ist echt. Diese elegante Form, der blauliche Glanz. Kein Zweifel, es ist ein echtes Ding. Mein Traum rückt Nähe. Ich werde zum Satori werden. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Oh, eine Bockblimmaske. Ich sammle Sachen, wie Monster aussehen lassen. Oder Originalmonster teilen sie ähnlich sehen. Mit der Maske, die ich dir gegeben habe, ähnelt man einem Bockblin. So sehr, dass man sogar Bockblins täuschen kann. Lege sie doch mal an, dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, eine solche Kreatur zu verwandeln. Also, dann ist es soweit. Ich werde das Majo-Sigma, nachdem ich mich lange gesehnt habe, nun verzehren. Naja, dann guten Appetit. Mein Körper hat sich nicht verändert, aber ich bin von einem kuriosen Gefühl erfüllt. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe mich dem Satori-Zustand einen Schritt genähert. Ja, ich weiß, dass du mehr brauchst. Ein einzelnes Simo reicht nicht. Ich brauche ganz viele und dann werde ich alle auf einmal essen. Ja, mein Pfad steht fest. Kilton, ich werde auf Reisen gehen und Majoisi-Signas sammeln. Ja, also mein Segen hast du natürlich. Viel Glück, mögen die Majoisi-Signa dir nur zufliegen. Danke, Bruder. Du bist der Beste. Reisender, danke für deine Hilfe. Aber das war erst der Anfang. Ich werde herumreisen und Siegel sammeln. Also, falls du weiterhin hinhändest, ja, die bringe ich dir. Ich werde tief in meine Schatzsammlung greifen und dich für die Majoisi-Signa fürstlich entlohnen. Also dann, dass wir uns bald einmal wiedersehen. Cool. Und weg ist er. Ich hoffe, sein Traum wird eines Tages Wirklichkeit. Und ich sollte auch langsam aufbrechen zum Dorf Taburasa in Akala. Reisender, danke, dass du meinem kleinen Bruder geholfen hast. Vielleicht kannst du ihn ja auch weiter unterstützen, wenn du ihm deiner Reise wieder mal begegnest. Ich werde versuchen, über seinen Aufenthaltsort auf dem Laufenden zu bleiben. Falls du also Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, komm nach Taburasa und frag mich. So, ich empfehle mich. Ich finde das eine schöne Verabschiedung. Ich empfehle mich.